Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon's Dogma Dark Arisen. Den letzten Part haben wir ordentlich überzogen. Aber richtig. Das ist gleich 10 Minuten fast länger als gewollt. Aber gut. Egal, haben wir ja schon öfters mal gemacht. Ja, hier scheint weiter nichts zu sein. Ah, hier kann man noch was. Fremdländisches Messer. Okay. Gibt hier noch sonst was irgendwo drin in der Mitte? Außer lauter Gerippe und der ganze Scheiß. Gut, jetzt schaue ich auf die Karte. 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 So. Okay, hier gibt es zwei Ausgänge. Turmspitze. Die Frage, von wo sind wir gekommen? Von da, glaube ich. Oder? Jetzt muss ich mal selber schnell schauen. Nee, von hier sind wir nicht gekommen. Wir sind von der anderen Seite gekommen. Liegt noch was? Hep. Oh, überladen. Nein. Ja gut, ist eigentlich egal. Ich kann mich auch porten. Schau ich mal schnell hier in der Ecke. Ah. Ach, ich kann keine Gegenstände mehr tragen. Aber der Gegenstand ist gut. Den brauche ich. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Wegwerfen. Gott, ich muss irgendwas anderes wegwerfen noch hier. Irgendein Schrott. Toll, ich habe hier tausende Tränke wahrscheinlich hier. Das brauche ich. Mal einfach mal irgendwelche Tränke hier. So, jetzt können wir das aber mal gebrauchen. Dann seht ihr das mal. Wie gesagt, wir haben hier Strategie Golem. Ach, wir haben schon uns. Ach komm jetzt. Mann. Halt. Dahinter ging es noch weiter, oder? Nicht wirklich. Kommen wir runter, hep. Und hep. Gut. Aber das gleiche mache ich glaube ich nochmal auf der anderen Seite. So viel Zeit muss sein. Nicht, dass wir irgendwas Gutes noch verpassen hier. Aha. Schaut, hat sich gelohnt. Da ist noch eine Truhe. Und hier ganz schön auf der Klippe hier. Schaut. Harpienmantel. Ja, jetzt brauchen wir aber schon wieder was zum Wegwerfen oder nehmen. Irgendwas saufen, was hier schwer ist. Oh, nehmen wir das. Scheißegal. So, Harpienmantel. Gucken wir mal, ob wir den überhaupt ausrüsten können. Ja, könnten wir. Und der ist gut. Der ist sehr gut. Super. Jetzt schauen wir aus wie ein Harpier.
Sag mal, Flügel. Können wir jetzt auch fliegen? Hep. Nö. Breite die Flügel aus und flieg. Fliegen, nicht gleiten. Zauberstab festhalten ist cheaten. Mein Freund. Heilbronn. Ja, ich weiß, dass ich überladen bin. Leck mich doch. Kann er auch nichts dafür. Leere Flasche. Ich will eine leere Flasche haben. Ich schmeiß noch einmal Öl weg hier. Immer noch. Zwei. So. Öl kriegen wir eh immer. Das können wir jederzeit nachfüllen. Aber leere Flaschen. Das ist wieder Flaschenöl, schau. Die finden wir auch überall. Total Schwachsinn. Ah! Das ist dieser Ausgang, wo wir vorhin gesehen hatten. Sprengpfeiler. Toll! Ja, ich weiß. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Aber könnten sie verkaufen. Gut, jetzt haben wir hier alles abgegrast. Und weil wir jetzt hier wieder sind, porte ich mich jetzt mal. Obwohl, wir wollten eigentlich draußen vom Eingang einmal das Dings machen, den Stein setzen. Wir haben hier eh zwei, also einen haben wir dann eh noch Reserve. Da sind wir auf jeden Fall wieder ein bisschen leichter. Und ja, es wird auf jeden Fall mehr bringen, würde ich mal sagen. Ja, ist gut. Dann können wir nämlich mal hier wieder hierher irgendwann. Falls wir auch mal wieder hierher müssen. Ich denke mal schon. Ich denke mal nicht die einzige Quest hier. Das würde mich wundern. Und dann können wir auf jeden Fall hier mal ein bisschen weiter umschauen, wenn wir Langeweile haben und wenn die Truhen wieder da sind. Nach einer ganzen Weile tauchen die ja wieder auf. Ist ja überall so. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg. Zum Ausgang. Genau, und da sind wir schon. Super. Jo, und hier draußen machen wir jetzt mal den Zielstein und dann porten wir uns. Dann haben wir auch mal hier den Weg abgegrast. Gut, ich würde mal sagen, wir platzieren den hier an der Ecke. Apropos Riftstein. Platzieren wir mal hier an dieser Seite. Hier. Oh, das ist eher faulig. Nein, das ist schlecht. Na ja, gut, können wir noch verkaufen, aber. Ach man, das ist doch schlecht. Benutzen. Zack, pflanzen ein. Also wir können ihn jederzeit wieder nehmen. Also hier mit Kreis könnten wir ihn wieder rausnehmen. Wollen wir aber nicht. Kommen jetzt beide wieder oder nur meiner? Ist nur meiner. Toll. Ja, super. Und der Rest ist weg oder was? Ach Leute. Das muss doch nicht sein. Was sind die anderen jetzt hier wieder drinne? Hallo? Beschwörung läuft, okay. Dann beschwöre mal. Nein, dich brauche ich nicht. Geh weg. Geh weg.
Darf ich mir echt zwei neue holen? Ach, scheiße. Weg, weg. So, das sind die Freunde gewesen hier. Ja, the Black. Stacklin. Eismauer. Heilige Nähe, ach ja, genau das war das, was wir brauchten. Dich nehme ich mit, Jin. Gut, was haben wir da? Raffe. Nee, weg. Du siehst nicht schlecht aus. Du hast ja gar keine Attacken, ey. Ich muss mal schauen, ob hier Attacken sind. Argon. Startrampe, perfekte Abfahrt, Schildtrommel. Nettes Zeug, aber nein. Nein. Ich kann ich auch wegschicken, jetzt brauche ich nicht mehr. Göttliche Abwehr. Das geht. Du hast gute Attacken. So. Okay. Dann gehen wir wieder. Dann haben wir wieder einige Vasallen. Das ist super. Gut. Jetzt will ich mal schnell Ausrüstung, weil wir haben ja einiges gesammelt. Diesen hier zum Beispiel. Den geben wir gleich mal an Shadow Mask. Die Rüstung genauso. Was haben wir noch? Ja, ach, Rittermantel. Das war, was ich vorhin hatte. Ich gebe dir mal mein Shadow Mask. Vielleicht kann er den benutzen, dass er besser ist. Ja, der ist gar nicht mal so schlecht für ihn. Ja. Licht, weniger Widerstand, aber die meisten Gegner sind ja kein Licht. Stichwiderstand 1% runter. Magische Abwehr. Aber viele Magieviecher. Bloß wegen 1 mehr. Lass ich's mal. Das lass ich mal. Die haben doch viel mehr gehabt. Haben mehr magische Abwehr gehabt und achso, zusätzlich Schaden hatten sie ja gemacht, genau. Ich weiß nicht, ob das sich noch rentiert dann. Schauen wir einfach mal dann später. Das ist Greifenharnisch, okay. Sieht nicht schlecht aus. Aber bringt gar nichts. Das ist das gleiche, was ich hatte. Ach, den kann ich gar nicht nehmen. Toll. Hat sich auch erledigt. Wieder nur lauter Zeug zum Verkaufen. Toll. Super. Ja, Leute, dann porten wir uns mal. Zurück nach Grand Soren. Ich weiß, dass es Port Crystals sind, aber hier braucht man irgendwie mehrere und da irgendwie nur einen.
Achso, ja, jetzt bin ich hier, jetzt wollte ich gerade mal schauen. Ich glaube, der hier mal, hier stand mal einer. Der shopmäßig war. Was haben wir hier? Ah, 25 Krähen. Zyklopen. 10 Gespenster. Robuste Untote. Okay. Hast du das Zeug zu verkaufen? Nö. Hier war auf jeden Fall mal einer, wo. Auf jeden Fall nicht hier in dem anderen, die Gilde da ganz am Anfang bei Kassade. Wo man dann kaufen konnte. Du bist es ja nicht, gell? Nö. Naja, egal. Wir werden es schon mal finden. Schauen wir einfach mal. Jetzt gehen wir auf jeden Fall, wo wir hin wollten. Zum Verkaufen und ins Lager noch. Das Zeug rausholen und auch verkaufen. Mal schauen. Da wird eine Menge Geld rauskommen. Stadtviertel. Ja, gut. Da war heute nix, okay. Was ein bisschen einlagern. Und zwar lagern wir ein. Die Teile. Die können wir verkaufen. Denke ich mal. Okay, das Zeug behalte ich noch. Ich hoffe mal, dass es nicht stecht. Das suchen wir der Jungs, die packen wir erstmal weg. Noch haben wir ja nicht alles. Das wird verkauft. Was hast du alles? Zum Verkaufen. Ich weiß nicht, ob die besser waren als die anderen. Müssen wir mal schauen. Das wird eingelagert. Okay, da hat das ganze Zeug hier. Ja, ich habe mal einen Tipp bekommen. Warte, erst mal schnell schauen. Aber ich glaube, die haben nichts aufgenommen bis jetzt. Seit ich es habe, ne. Erstmal schnell. Seelenheil, ja. Lassen wir erstmal dran flacken. Habe ich hier noch andere Teile drin? Rotelika, ne. Gut, das ist das. Davon brauche ich gerade nichts. Ja, von. Ah, das von dem Zeug hier. Genau, die hier nehme ich mal schnell mit. Ja, die sind verdammt schwer, scheiße. Das geht. Ja, ihr fragt euch jetzt. Oha. Ich nehme erstmal das ganze Zeug hier mit hier.
bisschen was muss ich eh wieder einlagern. Weil die ja nicht zu verkaufen gingen. Seht ihr mal, was ich für Zeug hier alles. Halt, das brauche ich eh nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ja, ihr werdet euch bestimmt fragen, warum ich diese Fußfessel-Dinger genommen habe. Ich habe gehört, mit. Das muss ich ja gucken. Hat der Knochen nicht. Schicht Sand Erz. Das weiß ich jetzt nicht, ob das das ist. Auf jeden Fall mit irgendeinem Erz. Vorzeiterz vielleicht. Mit irgendeinem Erz. Ich habe sehr viele Erze. Erzklumpen, normale. Nummer 9er, weil ich habe ja 9. Mit irgendeinem Erz kann ich das kombinieren und kriege dadurch Kupfererz. Kriege dadurch Skelettschlüssel. Ich hoffe mal, der Trick funktioniert. Uraltes Erz kann man auch mal versuchen. Golderz bezweifle ich zwar jetzt, aber. Ich habe so viele Erze hier, ey. Katakombengold, harte Knochen. Ja, probieren wir es gleich mal aus. Ach, hier konnte ich glaube auch kombinieren, oder? Kombinieren. Ah toll, jetzt kann ich nur hier drin kombinieren. Ich will nicht im Lager kombinieren. Wo hätte ich mal machen können, aber. Achso, er hat ja die Fußfassung. Da. Kombinieren mit. Aha! Erzklumpen. Davon habe ich viele. Mit Alteisen geht's auch. Toll. Na gut, mit Erzklumpen auf jeden Fall geht's. Jetzt muss ich aber erstmal das Zeug wieder einlagern. Was ich so mitgenommen habe. Weil sonst ist es viel zu schwer. Also schlichte Erzklumpen kann ich nehmen. Das ist sehr gut. Das kann wieder weg. Kann auch weg. Weg. Da Erzklumpen. Das hat nämlich wieder Platz. Das ist gut. Okay, da habe ich ihr glaube ich nichts gegeben von dem Zeug. Nö. Also Leute, dann versuchen wir es nochmal. Kombinieren. Aha. Neun. Zack. Und die gebe ich mal mir. Alle 9. Super. Da können wir jetzt nämlich zurückreisen und schauen, was in diesem einen Raum da drin ist, wo wir einen Skelettschlüssel bräuchten. Aber jetzt werden wir erstmal schnell verkaufen.
Kaufen wir schnell mal hier, weil der nervt mich mit der Quest, was er will. Gut. Da können wir nichts mehr verkaufen, was wir wollten. Nee. Auch nichts verkaufen. Aber die gibt mehr. Moment, ich werde jetzt mal kurz anlegen. Die ist besser. Die ist besser. Nichts war's. Gut. Dann wird das nächste verkauft. Hier war einiges, ey. Das bringt ja nicht so viel. Das ist jetzt Schwachsinn, das großartig aufzurüsten. Gut, die haben 0 gebracht. Da kann ich dann wieder einlagern. Ah, das Bastardschwert behalte ich. Das ist das Goldene da. Das wird wieder eingelagert. Löwenlord Helm da. Kann ich eh nicht benutzen. Das kommt weg. Kommt weg. Greifenharnisch kommt weg. Panzerhandschuhe, die sind aber besser als meine, was ich jetzt gerade habe. Die werde ich wahrscheinlich wieder anlegen. Der Rittermantel, der war... Ja gut, der bringt nicht so viel. Ja, den bringt ihr mehr, aber... Den kriegt es natürlich nicht. Es wird hier angezeigt, ja, alles blau, toll, aber nix ist. Halt. Echte Kapuze. Eisenschild. Schlecht. Feenklinge. Sieht man, was ich für Zeug hier alles habe hier. Ist auch stärker als ihrer. Ich könnte ihr auch das Zeug geben und so weiter, aber ich will das ja nicht dem der Dings jetzt gehört, schenken unbedingt. Vielleicht später, aber jetzt im Moment brauche ich noch das Geld. Gut. Jetzt müssen wir schnell nochmal ausrüsten. Das passt. Aber er hier hat die Armschütze, genau. Die sind besser. Kaufen. Ach ja, deswegen hatte ich die behalten, weil die Stärke machen. Oh Gott, das ist schon wieder so. Jetzt, ich vergesse das immer wieder. Ich werde die aufrüsten behalten, hey, das ist... Ich leg die doch wieder an, sorry Leute. Damit ich jetzt nicht wieder falsch mache, verkaufe ich jetzt die anderen. So, jetzt scheißegal. Gut, kann ich die jetzt mal auftunen? Verbessern. Okay, kann ich auf Stufe 2 bringen.
Oh. Stufe 3. Geht nicht. Halt. Das geht. Das geht. Greifenfittich. Ah, eins gefunden und gerade kann ich es damit verbessern. Perfekt. Dann kann ich auch auf zweite Stufe. Perfekt. Ja, schaut, da hat er noch den Umhang des Eroberers. Aber ja, da will er einen Zielkristall haben, wie ich euch ja schon gesagt habe. Das ist Scheißdreck. Das gibt nichts. Das gibt's nicht. Ja, hier kann ich es auf jeden Fall auftunen. Okay. Sieht doch ganz gut aus, die Werte. Ogersporn. Da kann ich nichts auftunen, das ist ja auch noch grau hinterlegt. Das geht nicht. Ja, die kann ich auftunen, aber das ist eh... Ich tune den mal auf Stufe 3 auf, mal schauen. Ich habe gesehen, ich glaube, das hat auch recht gute Werte. Vielleicht kann ich das austauschen. Ja, die ist dementsprechend viel stärker. Hat zwar keine Magie mäßig so, aber er soll ja auch keine Magie wirken eigentlich. Deswegen legen wir mal das goldene Schwert an. Fertig. Ganz einfach. Das andere heben wir auf. Jetzt tun wir alles lagern. Was wir noch haben. Ja gut, an der Stelle mache ich jetzt mal einen Cut. Wir haben schon wieder überzogen. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich mache das erstmal derweil alles und dann starten wir wieder neu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Shadow Mask.